Willkommen zu der zweiten Folge der Babyreihe, ein Walkthrough-Guide durch ganz Tarkov. Heute schauen wir uns an, wie wir Salevas finden, Woods navigieren, Gunsmith machen und Reserve benutzen, um jede Menge Geld zu machen für unsere erste Junkbox. Viel Spaß! Also, nächster Teil. Jetzt, was gehen wir an? Wir gehen an die Salevas. Und hier eben, wie beim letzten Mal auch schon, Map Genie ist euer Freund. Wir brauchen Mets. Woods ist eine gute Anlaufstelle, wie ihr seht. Hier kann man schon durchlaufen. Oder hier, mit extrem vielen Mets. Das ist relativ angenehm. Customs kann man auch gehen für Mets, aber ist halt... Ja, es ist halt Customs, es ist halt PvP, ne? Ich glaube, Woods ist da ein bisschen entspannter. Oder? Wir craften es. Dafür müssen wir aber Sachen finden. Also eine Spritze, Mats, Multivitamine. Da könnten wir Matstation bauen. Ein Leberwurst ist Vitamine drin. Ein Schinkenwurst. Okay, lassen wir das. Also das sind zwei Wege, aber für beide müsst ihr Mats looten. Also gehen wir jetzt auf Woods und looten Mats. Dann zu nehmen wir noch einen kleinen Snack mit. Weiß ja nie. Erdbeerkäse nicht vergessen. Niemals den Erdbeerkäse vergessen. Niemals. Aber nebenbei scaven wir auf Factory, um alles zu finden, was wir so brauchen oder Geld zu machen. Here we go. Also wir das ganz kurz ansprechen, bevor wir spawnen, weil da muss es schnell gehen. Wo sind die hier? Ich sehe sie nicht. Loose Loot Mats hier. Es gibt so wie Routen. Die zwei Hauptrouten, die Leute in der Regel nehmen, ist die hier und die hier. Na, wobei eher so. So, das sind die zwei Hauptrouten, die Leute nehmen. Wir werden das auch machen, aber müssen halt aufpassen, ne? Also wenn wir eine der Routen nehmen, müssen wir halt sehr, sehr vorsichtig sein. Oder halt ein bisschen variieren. Heißt, wenn wir hier durch sind, dass wir halt sagen, okay, whatever, und gehen hier lang. Um halt zu vermeiden, dass wir auf jemanden treffen, wenn wir die Mets haben, die wir brauchen. Hier das Gleiche, wenn wir die halt haben, sagen wir vielleicht, ja, okay, tschüss, und nehmen das. Weil die zwei Routen, das sind so die Hauptrouten, die Leute rennen. Da werden wir auch hingehen an die Orte, aber wählen vielleicht dann eine andere Route, um Leute zu umgehen. Das zu dem ganz kurz. So. Oh, Regen, gut. Da bin ich so gesniped. Wir sind gespawnt. Oh, das ist bitter. Gleichen Ort wie bei der ersten Folge, also ganz links unten beim Scaphaus. Na, ich glaube nicht, dass wir was abkriegen vom hier mit dem Spawn. Ich glaube, bis wir da sind, ist alles weg. Aber wir versuchen es, wir rushen, aber... Es sieht nicht rosig aus. Mr. Bombastic. Irgendwas, der hat irgendwas gerendert gerade. Ich hab voll drauf gesnappt. Ich dachte, das ist ein Spieler. Hihi. Auch hier am Camp, wenn ihr sicher seid, wo die Minen sind. Muss einfach Map Genium gucken. Und auch eingezeichnet. Ach, was auch ganz nice ist, ich gehe gerne hier hoch. Wenn ich sicher bin, ob Spieler da sind. Die könnt auch ohne zu hüpfen hier hoch. Ist ein bisschen buggy, aber da macht ihr keinen Lärm. Oder nur minimal. Ja. Da war gerade was. Ja, da rennt einer rum. Aber der sah klein aus. Hier liegen noch Sachen, also ist er noch nicht durch. Das heißt, er kommt auf meine Seite. Ich kann theoretisch einfach warten. Ja. Warte, lass mal gucken. Ist das Müll? Ich hab was geredet. Typ spielt super seltsam. I don't know. Ich nehme gerne einfach alles ins Inventar und schmeiße es wieder weg, wenn ich es nicht will. Was Level Skills.
Es levelt die Search-Geschwindigkeit, Perception, es levelt so viele Skills, die Sachen kurz ins Inventar zu nehmen. Wenn ich wollte, schmeißt sie wieder weg. Das ist nicht gut. SMGs gegen Mosin, das verliere ich. Also gehen wir trotzdem mal gucken. Der sollte nicht mehr da sein, also. Wäre dann echt weird, wenn er noch da wäre. Medical. Ja, ja, okay, der ist hier durch. Der hat echt nur einen Ort gelootet. Das ist ein komischer Typ. Also der hat nur eine Hälfte von dem Lager gelootet. Tatsache, der hat nur eine Hälfte gelootet. What? Wer macht denn sowas? Ja, das denk mal, man will immer versuchen zu verstehen, was andere Leute machen werden, aber wie ihr seht, klappt nicht immer. Manchmal machen Leute komische Sachen, die man nicht nachvollziehen kann. Okay, die fighten oben. Eben, da wir jetzt eh... Also, folgendes. Unsere Chance auf unser Mad Stuff ist weg. Wie ihr seht, es ist gelootet. Das nächste Camp ist noch weiter weg. Das ist auch gelootet. Wir haben jetzt wie nichts zu verlieren. Wir haben genug Geld. Also können wir es uns leisten, in den Fight reinzugehen. Jetzt müsst ihr abwägen. Wenn wir jetzt sterben, ist... halb so wild. Eben, ja, es ist gutes Training, in Fights reinzugehen. Auch ein bisschen, um die Angst zu verlieren in einem Game. Und an eurem Gear solltet ihr eh nicht hangen. Da ist er. Ich muss sicherstellen, dass ich treffe. Oh, das sind mehrere. Das war der Bauch. Das war Thorax. An dem geht's nicht mal gut. Den müssen wir jetzt husten hören. Dann gehe ich jetzt näher ran. Das war jetzt die Sink des Todes, aber okay. Schaden gekriegt, obwohl ich nicht sichtbar war für ihn. Mal kurz einen Painkiller nehmen, dass ich mich bewegen kann. Da will ich hinter die Deckung da. Ja, das war halt... Ich nehme mal an, der Spieler hat einen extrem hohen Ping. Weil, also ich habe Schaden kassiert um die Ecke, obwohl er nicht sichtbar war auf dem Screen. Das ist halt einfach... Ja. Ist halt einfach, wie es ist. Ich glaube, BSG erlaubt hat einfach viel zu hohe Pings. Was ist Maximum Ping, was er erlaubt? Fast 200 oder so? Das ist halt einfach way too much für einen Shooter. Packer. Aber ohne CMS war es das für den Raid. Ey, und Senior Woofers, danke für 3 Monate. Danke, danke. Ey, jetzt können wir es wirklich noch probieren. Wir sind jetzt am Arsch. Weil ich habe jetzt noch 2 Painkiller, das heißt 120 Sekunden kann ich noch gut machen. Und dann ist vorbei. Das heißt, entweder ich finde den jetzt in 120 Sekunden oder ich bin eh tot. Und die Shotgun nehme ich für Close Range. So. Aber by the way, der Painkiller, der macht halt das euer Game aktuell. Vielleicht ändern sie es, aber die Saturation geht richtig. Oh nee, der. Okay. Ja, eben, wir haben es probiert. Ja, die waren noch mehr und die hatten ein bisschen besseres Gear, ne? Aber übelst viel Schaden rausgezimmert und du guckst, 400 Flash, 400 Rüstung. Eigentlich können wir mal ein Preset machen, aber dann müssen wir ein anderes Headset nehmen, eins, was ich kaufen kann. Weil die neuen Presets sind echt cool, also wir können jetzt mit dem Headset hier, nehmen wir das und dann speichern wir das hier, sagen wir Mosin Woods. Ich kann mal in Zukunft mit einem Klick das ausrüsten. Easy next try! Hmm.
Frauen sind aktuell echt bescheiden. Egal, gleiche Devise. Probieren's. Erkennt ihr das, wenn ihr so die Kiefermuskeln spürt vom vielen Reden? Aus wie ein Timmy. Der Schuss muss sitzen. Und ganz kurz seine Gun, aber falls er ein Teammate hat, weil die ist besser. Eine MP5. Okay, mit der Waffenkombi bin ich nicht länger auf meine Mosin angewiesen. Entsprechend schmeißen wir die weg. Direkt über den Berg. Oh! Wie ich's wusste. Da drüben auch noch. Ein paar Teamkollegen, ja. Oh. Ich muss ihn nicht töten, ich will aber, dass er weggeht. Aber das haben wir erreicht, der kommt nicht wieder. Gut, sehr schön. Wir haben den einen gekillt, sein Teammate verschreckt. Die kommen nicht wieder. Heißt, wir sollten jetzt kurz looten können. Aber lange Zeit haben wir auch nicht. Weil der Ort ist beliebt. Ich weiß nicht, ein paar Worte zum Fight, also... Ich habe halt aber versucht, die Fights zu isolieren, also dass ich immer nur maximal einen Spieler pieke und mich auch immer nur maximal ein Spieler sieht und auf mich schießen kann. Das Dümmste, was ihr machen könnt, wenn ihr gegen mehrere Spieler spielt, ist, dass alle euch gleichzeitig sehen. Deswegen habe ich versucht, immer so zu pieken, dass mich maximal einer sehen kann von der Truppe. Hallo, hier der Studio Hans. Wenn euch die Reihe gefällt, haut doch den Daumen nach oben. Das unterstützt mich, unterstützt den Channel und hilft anderen Leuten, die Reihe zu finden. Danke dafür. Es fing ganz langsam an, aber dann. Wir gehen rüber und gucken Medical Supply an. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß auch nicht, wie gut ich ihn getroffen habe, wenn überhaupt. Das Zeroing vom Scope war nicht gut. Unglücklich. Das war unglücklich. Es war ein Trio. Ich habe die nicht gehört. Ach, scheiße. Die drei vorhin, jetzt nochmal drei. Also sechs Spieler an diesem Camp alleine. Also schon nicht normal, dass man so viel Action hat hier. Jetzt machen wir mal einen Scav Run auf Customs. Hier ist ein bisschen die Frage. Wenn ihr zwei Zeiten zur Auswahl habt. Ihr spawnt ja später rein. Also die Runde hier hätte um 6 Uhr begonnen. Da sind wahrscheinlich weniger PMCs drauf gewesen. Entsprechend wahrscheinlich noch mehr Loot auf der Map. Weil welcher PMC queued so um 5 Uhr morgens in eine Runde rein? Also haben wir hier bessere Chancen, was zu finden. Weil ein Server muss nicht immer voll sein. Du hast ja bei Customs, du hast bei jedem Server so eine gewisse Anzahl irgendwie. Halt, was ist es? 9 bis 12, glaube ich, auf Customs. Aber es kann auch weniger sein. Ein Server startet auch mit weniger, wenn es... zu wenig Leute hat. Aber so Primetime, so 17 Uhr, in-game wird voll sein. Aber so 5 Uhr? Ein paar weniger. Also, wir sind hier. Eben, das wisst ihr, sobald ihr wach oder trianguliert, guckt. Heißt, wir gehen hier ins Crackhaus, weil da ist Loot.
Mad Stuff. Hier gehen wir rein. Da schauen wir rein. In das Gebäude, weil das ist das hier. Das ist auch Mad Stuff. Und dann schauen wir hier noch oben rein. Das ist auch Mad. Und jo. Heißt, wir laufen so. Oh, da sind noch Leichen. Ah, stimmt, die Scav-KI hat sich den Wipe verändert. Und zwar looten die Leichen. Also die nehmen den Leuten halt teilweise Sachen ab. Also am besten Loot findet ihr halt immer bei lebendigen Scavs. Das ist so, hm. Aber ihr könnt halt nicht über den Haufen schießen, ne? Als Scav. Also ihr könnt schon, ihr verliert ein bisschen Karma, aber danach sind alle Scavs richtig sauer auf euch und das wollt ihr nicht. Dann gehen wir ins Crackhaus. Wir suchen ja nur Medical Supplies für Notfalls in Craft. Wir suchen ja nicht zwingend das Saliva. Also wenn wir Glück haben, liegt noch was rum. Die Tür ist zu, das ist ein gutes Zeichen. Ja, wenn wir schon Scav spielen, ein bisschen Loot ist auch nicht verkehrt. Ein bisschen Geld. Gerade weil wir jetzt zweimal gestorben sind. Ein Energy. Energie! Scotty, beam mich hoch! Woo! Oh, Matt, siehst du? Genau, das meinte ich. Und Morphin. Perfekt. Morphin brauchen wir später auch für eine Mission. Können wir also schon mal mitnehmen. Das meine ich. Also, Scaven ist so ein zweischneidiges Schwert. Ihr wollt es nicht zu oft machen, weil es gibt halt viele Leute, die tendieren wirklich dazu. Die spielen mehr Scav als PMC. Und das ist halt unsinnig, weil du lernst ja das Game nicht, wenn du nur Scav spielst und du levelst deinen PMC nicht. Das heißt, du machst halt null Progress. Aber wenn es halt mal scheiße läuft oder der Ort, wo du hin willst, ist halt einfach zu stark umkämpft, dann spricht nichts dagegen, mal ein Scav-Run hinzulegen. Aber ihr müsst einfach gucken, dass im Verhältnis würde ich ja halt trotzdem empfehlen, dass ihr deutlich mehr PMC als Scav spielt. Ja. Also ich finde, die Scav-KI ist den Wipe ein bisschen besser geworden. Für die, die letzten Wipe nicht erlebt haben, letzten Wipe wurde man teilweise auf 150 Meter von Shotgun-Scavs ins Visier genommen und weggedrückt. Also, letzter Wipe war schon eine andere Welt. Es war nicht so. Also ich lache jetzt, weil es im Nachhinein, weißt du. Aber meine Fresse, es war nicht so lustig während dem Wipe. Okay, gehen wir weiter. Hello. Sup. Ich mach das ganz gerne, wenn ich andere Scav-Spieler sehe, like, redet mit denen im Wipe. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr abgeknallt werdet von Scav-Spielern, sinkt so massiv, wenn ihr mit denen redet. Versetzt euch in deren Lage. Scav-Karma, einige wissen es einfach nicht. Sup, hello. Hey, I'm Scav. Hello, hi. Yep. Wait, do you have a Saliva by any chance? No? Okay. Ihr müsst überlegen, like, versetzt euch in die Lage vom anderen. Wen würdet ihr eher über den Haufen dübeln? Einer, der so komisch rumläuft, nichts sagt, silent ist? Oder einer, der ganz freundlich mit euch redet? Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr von Scav-Spielern betrogen werdet, ist so viel geringer, wenn ihr redet. Was soll da passiert da oben? Warum ist der wütend? Der ballert rum. Hat irgendein Spieler entdeckt oder so. Müssen aufpassen. Hier ist ein Mad Spawn, wie wir sehen. Nur leider kein Saliva. Ja, so im Minimum eine Voice Line. Also mit F1 könnt ihr eine Voice Line reinhauen. Das müsst ihr im Minimum machen, wenn ihr einen Scav-Spieler trefft. Weil je nachdem, wie ihr ausseht, dann
Man erkennt nicht sofort, dass ihr ein Scav-Spieler seid. Weißt du, und ein paar haben halt einen Triggerfinger. Wenn die euch sehen und nicht sicher sind, dann wird halt erstmal geschossen und danach gefragt. Deswegen tut ihr euch das selber einen Gefallen, wenn ihr halt ein bisschen vorsorgt. Mit Leuten redet oder eine Voiceline spielt, dass die wissen, okay. Kein Grund nervös zu werden, das ist auch ein Skiff. Geil, noch mehr Mats. Wofür? Ah, siehst du da? Da sind die Vitamine, die wir brauchen. Wie er sofort hochguckt und so. Ey, was geht? Aber die Zahnpasta braucht man auch für irgendwas. Kann ich mal auf dem Schirm für was? Aber ich meinte, braucht man. Schade. Also wir haben ein bisschen was gefunden, aber halt nicht so viel, wie ich gerne hätte. Aber es wäre auch, wo man das PMC suchen würde. Nur ist halt umkämpft. Ähnlich wie Woods. Gucken wir hier noch rein. Yes, RIP. Aber der Timer, by the way, verrät euch ein bisschen, wie viel gegen wer ihr noch am Warten müsst. Ich meine, 10 Minuten left, heißt 30 Minuten sind vergangen, so. Da ist nicht mehr viel PMC-mäßiges auf dem Server. Kann immer sein, aber unwahrscheinlich. Dark Crow, danke für 2 Monate. Danke für den Support, mein Lieber. Tja, RIP. Da war schon einer. Life is life. Ja, ein bisschen Pech. Das ist ja wiederum der Nachteil, das Scav. Ist halt meistens schon weg, ne? Aber wir haben ein paar Sachen, die gut sind, also kann ich klagen. Weil wir so Pech hatten als PMC, aber wir probieren es gleich nochmal. Kann ja nicht ewig anhalten, so eine Pechsträhne. Dann eben nochmal auf Wood 2, die Map so großzügig ist zu uns aktuell. Ja, wie gesagt, es ist halt einfach ein Teil von Tarkov. Es ist kein Competitive Shooter. Glück ist einfach ein Part von diesem Game. Also hoffen wir, wir haben gleich welches. Ja, ich habe langsam so den Eindruck, das Game mag mich heute irgendwie nicht. Im gleichen Spawn nochmal. Genauso beschissen. Weißt du was, wir probieren was anderes. Wir gehen zum großen USAC Camp. Oder zum Scav Camp, wie es heißt. Wie heißt es offiziell? Scav Camp, Mat Camp. Wir gehen dahin. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es überleben, ist ähnlich gering, aber da ist mehr Loot. Und der Spawn ist für beides nicht so optimal, also. So. Wenn wir schon hier sind, in der Nähe von diesen Zelten, ist eigentlich immer ein Flashdrive-Spawn. Könnt ihr immer checken. Wenn ihr Glück habt, findet ihr einen USB-Drive. Hat auch Mad-Spawns, wie man sieht, mit Bandagen und sowas. Also, mit ein bisschen Glück sind hier gute Sachen. Aber selten. Jetzt, wir müssen hier rüber. Und wenn man unschwer erkennen kann, ist das ziemlich ungeil. Aber ich sehe nichts, was warten würde. Wo ist der Spawn hinten? Interessant. Warum fighten die noch am Spawn? Das ist vor dem Lager, wo wir hingehen wollen. Reicht das? Ja, so halb. Jetzt muss ich mir nach hinten Sorgen machen, aber es reicht zumindest, dass wir uns von vorne mal keine Sorgen machen müssen. Na, das Wetter ist halt ein bisschen scheiße für uns, ne? Für das, was wir halt vorhaben. Wir wollen ja eigentlich nur looten. Wenn andere halt hier sind zum Snipen, ist halt für uns gerade echt blöd. Okay, jetzt fighten sie auf dem Lager drauf.
Wie gesagt, aktuell einfach super viel Pech. Ist halt wie es ist, ne? Was wirst du dann machen? Ja, ist keine einfache Situation. Im Rennen würde ich nicht empfehlen. Rennen macht extrem viel Lärm auf weite Distanz. Ich glaube nicht, dass die wissen, dass wir da sind. Also, solange wir nicht zu viel Lärm machen, sollten wir gut sein. In Nähe von Büschen müsst ihr halt kurz sneaken. Sonst macht ihr Lärm an den Blättern. Was, wenn ihr normal geht, denken Spieler manchmal, ihr seid ein Scav. Aber sobald ihr rennt, ist klar, dass ein Spieler da ist. Eben gerade, wenn so viele Scavs spawnen. Mit ein bisschen Glück rechnet der nicht mit einem Spieler. Der wird irgendwo sein und die Scavs looten. Also. Free Kill. Wenn er ein Teammate hat, dann wird er jetzt kommen. Er ist halt übelst ready. Also schon ziemlich so. Ja, gut, ein Tag auf Sachs erratisch, ne? Ja, Red Gameplay. Er ist halt schon ziemlich rattig so, aber Free Saliva ist ein gutes Argument, you know? Weil ich denke, den Fight hätte ich verloren, wäre ich da reingerannt. Gegen eine Full Auto AK. Ich glaube doch nicht, dass der ein Teammate hat. Er hat sogar Spieler gekillt. Aber dann war das die zweite Waffe, die wir gehört haben. Das heißt, eigentlich müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Gut. Gut, gut. Hat geklappt, guck mal. Dieser Spawn hat tatsächlich noch einen Vorteil am Ende. Weil wir sind jetzt direkt um unseren Exit. Wir müssen nicht mehr weit gehen. Ja, eigentlich was im Rucksack? Aber der arme Mann wird sich so erschrocken haben. Er wird sich so erschrocken haben bei dem Schuss. Eine Syringe. There we go. Also das heißt, wir können jetzt das die Med Station craften und haben 1er Leber schon. Das ist gut. Und eben, weil wir nah am Exit sind, kann ich wieder looten, wie ich will. Jetzt packe ich wieder alles ein. Sogar guter Stuff hier. Ja, jetzt weiß ich nicht, es könnte sein, dass die andere Seite vom Camp noch nicht gelootet haben. Yes. 2 Salevas. Ein Optal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 
irgendwie auf die Seite legen zu wollen, weil ihr stickt euch selber in unzähligen Items. So, wir haben 980.000 tatsächlich. Wir brauchen 1,1. Also uns fehlen 120.000. Das könnten wir mit einem Scaff Raid tatsächlich hinkriegen. Erstmal kurz die abgeben. Dann haben wir ein... Guck mal, ein Tushanka für ihn, ein Ishka für ihn. Praport eine neue Mission. Weil wir Level 5 erreicht haben, kriegen wir jetzt die Dailies. Er will von uns ein Energy, ein Sorry. Okay. 4 Scaffs irgendwo. Nice. Und einmal Wurz überleben. Super. Hättest du uns die Mission nicht früher geben können? Und die hier. Das heißt, wenn wir jetzt mit einem Scaff Raid 120.000 machen könnten, könnten wir uns diese geile Kiste kaufen. Warte, meine Webcam. So, die hier. Und ihr seht, wie viel Platz die bringt. Ist crazy. Die verbraucht... was ist es? 16 und bringt 196. Das Ding ist super. Das brauchen wir sofort. Ach stimmt, Hideout können wir auch noch upgraden, bevor es losgeht. So, wenn wir das hier bauen und dann können wir nämlich hier das letzte starten. Dafür brauchen wir einen Generator. Das können wir hier unten gucken. Also könnt ihr selber schauen, was ihr braucht, wenn es nicht mal da ist. Generator bedingt Security. Security bedingt ein Maßband. Müssen das noch finden, dann könnten wir das selber craften und dann wäre das hier auch gut. Heißt, wir gucken jetzt mal mit dem Scaff für Geld und ein Maßband. Weil 120.000 auf Factory ist ambitioniert. Vielleicht müssen wir dafür wirklich Custom scalen. Ja. Probieren wir das. Steak ist sau schwer. Findest du? Ja, mal kurz Baustelle. Das sind gerne Leichen. Also wenn ich Scaffe auf Customs immer ganz gerne Baustelle kurz mitnehme. Da liegen immer Leichen rum. Jetzt Helligkeit ein bisschen runterdrehen. Das ist alles, was ich mache im Post auf X. Ich drehe einfach Helligkeit hoch und runter. Das ist alles. Weil ich sehe sonst einfach... Wenn es regnet, sehe ich einfach gar nichts. Vor allem in so Orten wie hier. Und wenn die Sonne ist, blendet es darum. Ich muss es immer hoch und runter. Geht bei mir leider nicht anders irgendwie gefühlt. Hab noch keine Lösung gefunden, dass ich irgendwie eine Einstellung einfach halten könnte. Besonders Inner Change, ja. Family friendly und lehrreich. Und das ist unsere HDD, die brauchen wir für den Trade bei Jäger. Damit habe ich die Gunsmith Mission. Headset nehme ich auch. Eben, ich versuche gerade Geld zu machen, aber mit so kleinem... So kleinem Zeug, was ich hier habe. I don't know. Ich müsste halt Glück haben mit dem Stash, weil irgendwie finde ich keine Leichen, also. Vielleicht ein Stash. Empfindet ihr auch auf Map Genie alle eingetragen. Aber. Die Flares braucht ihr nur die rote aktuell. Alle anderen Farben könnt ihr wegschmeißen. Oh, okay. Eine Tots. Hey, manchmal machen so Scaff Raids schon Sinn. Der hier zahlt sich echt gerade aus. Aber ich denke nicht, dass wir 120.000 finden. Mhm. Kuroba! Danke für deinen Prime, mein Lieber. Vielen Dank. Ja, gut. Ein etwas unerfolgreicher Scaff Raid, aber was willst du machen, ne? Also Flash Drive safe, das brauchen wir auch. Das nehme ich auch und den Rest an. Er warte das noch für die Mission. Aber den Rest kann man tatsächlich einfach jeten. Ich da nicht für Geld. 84.000, also mehr als ich gedacht habe, aber reicht nicht.
Also, ganz kurz. Die Tots, die wir hier haben, natürlich, für seine Mission. Eben, das ist aber eine Mission, die macht ihr nebenbei. Wenn ihr die Tots findet und die BNT Module 3M Armor bei Scavs, dann macht ihr das. Aber Scavs looten. Das findet ihr früher oder später. Da muss man nicht aktiv irgendwas machen. Aber wir trainen jetzt die Festplatte für Ender. Ein Handguard, weil diesen Handguard können wir jetzt an die reguläre Shotgun schrauben. Für Gunsmith Part 1. Brauchen wir hier noch ein bisschen mehr. Und zwar brauchen wir von Skier seinen blauen Laser und den Griff, der ausverkauft ist. Yeet. Die Voraussetzung steht hier. Also wir brauchen 47 Ergo, ein Laser, ein Extended Mag, 850 Recoil. Wir haben... Ah, nur die ist zu lang, oder? Nee. Doch, die ist zu lang. Warum ist die zu lang? Die hat einen längeren Lauf als üblich. Ein Moment. Die ist viel zu lang, die Shotgun. Wir kaufen hier kurz ein. Ja, einen viel längeren Lauf als übliches. Also das muss weg. Dann machen wir einfach alles kurz da drauf. Dann das löschen wir. Das kommt da drauf. Dann kommt noch das vordere Teil da drauf. Eben, das heißt, ja, es fehlt ein Ergo. Haben wir irgendwo einen Griff? Wir könnten den von der AK nehmen. Wir könnten theoretisch den von der AK nehmen. Yep. Und jetzt ist er zufrieden. Ja, gut. Man kann jetzt warten für einen Restock, aber wir nehmen jetzt einfach den von der AK und nehmen dann einen anderen für die AK wieder. So, ach, whatever. Aber ja, im Wiki steht, wie ihr das macht. Sonst, wenn ihr wirklich nichts findet oder so, im Wiki gibt es verschiedenste Wege, wie man da rankommt. Man kann nämlich auch zum Beispiel die hier traden. Die da. Für eine Elite und einen Screwdriver, wenn ihr das findet. Die ist fast fertig. Also, es gibt viele, viele Wege. Da hilft das Wiki enorm. Wir haben jetzt alle Teile gefunden, die man braucht. Also angenehm. Aber falls nicht, wäre da die Beschreibung. So, wir gehen jetzt auf Reserve. Ich zeige jetzt einfach eine Methode, wie ich persönlich Geld mache. Eben kann sein, dass wieder absolut schief geht. Es ist halt keine Garantie. Wir probieren es einfach. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein großes Rig. Also wenn ihr das Glück habt, ein großes Rig zu finden, so wie das hier mit 20 Slots, kann man auf Reserve echt gut Geld machen. Und das richtig schnell. Der zentrale Punkt auf der Map, es gibt nur einen Exit für uns aktuell. Das ist der da. Sewer Manhole, ihr könnt keinen Rucksack mitnehmen. Ihr könnt dann nur extracten, wenn ihr keinen Rucksack anhabt. Alle anderen Exits sind heftig auf dieser Map. Ihr müsst zum Beispiel hier einen Schalter anmachen und dann hier hinrennen und extracten. Und auf dem ganzen Weg ist ein Alarm, jeder weiß, was ihr vorhabt und naja. Sewer Manhole, einfach ohne Rucksack kommen wir da immer raus. Das Coole ist, wenn wir jetzt einen Rig nehmen. Nehmen wir mal an, wir haben heute mal Glück und spawnen hier. Dann looten wir dieses Gebäude im Eiltempo und rennen direkt raus. Oder wir spawnen hier. Dieses Gebäude, Eiltempo raus. Wir spawnen hier hinten. Dieses Gebäude, Eiltempo raus. Ihr merkt das Prinzip. Also, wo immer ihr spawnt, ihr geht ins erste Gebäude, lootet das von oben bis unten komplett leer, packt die besten Sachen ein und geht zum Exit. Das ist in der Regel eine Methode, die super gut funktioniert am Anfang. Ist einfach und bringt viel Geld. Ja, okay, das Game gönnt uns heute nicht. Kannst du nichts machen. Spawn ist meh. Ist kein guter Spawn. Ist wie es ist, ne? Machen das Beste draus. Wir gehen jetzt trotzdem in ein Gebäude rein. Nur das hier ist das Medical-Gebäude. Da bleiben wir nicht lange. Weil das so Zentrum von vielen, vielen Gebäuden und Connections nach unten in den Bunker, wo viele Leute gerne sind. Heißt, wenn ihr hier bleibt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis mal jemand kommt. Yep. Beweisstück A.
Das ist Beweisstück A. Danke für die Demonstration. Jetzt haben wir Lärm gemacht. Das ist ungeil. Holy shit, okay. Was hast du für Ammo? PS nämlich. Warum ist das schon voll? Ihr könnt die Max, by the way, verschieben im Rig. Dann seht ihr, wenn die voll sind. Wenn die voll sind, steht da 30 von 30. Sofort. Da müsst ihr nicht warten fürs Aufdecken. Aber eben, bei dem Gebäude wollt ihr nicht bleiben. Okay, wir looten das hier, I guess. Dann nee, Mann. Okay, wir looten das hier. Ich hab keinen Bock auf Streit. Eben, die Reserve-Gebäude sind voll. Also überall habt ihr auch diese Drawer. Die könnt ihr alle looten und die sind voll. Aber bei Fights noch ein kleiner Punkt. Eben, ich würde sagen, im Fights ist so, das kann man nicht als ein Thema klären. Das machen wir nach und nach. Hüftfeuer ist halt euer bester Freund in Tarkov. Und am Anfang empfiehlt es sich, einen Laserpointer zu benutzen, damit ihr wisst, wo die Mitte von eurem Screen ist oder die Mitte vom Fahnenkreuz, weil ihr habt kein Fahnenkreuz in Tarkov. Plus, die Waffe ist nicht mittig. Immer wieder Leute, die meinen, ja, kein Problem, ich nutze ein Bildschirmfahnenkreuz, das funktioniert nicht. Das wird immer daneben sein. Crosshair in Tarkov schwenkt nach links und rechts die ganze Zeit. Also es ist nie in der Mitte. Deswegen bringen diese ganzen Bildschirmfahnenkreuze genau gar nichts. Sie geben euch ein falsches Gefühl von Sicherheit und dann geht ihr in den Fight rein und so, hey, ich war drauf. Und dann so. Pff. Empfehle Edding. Ah, Jungs. So, wir gehen jetzt einfach durch alles durch. Oh, eine Wurst gefunden. Die geben sich ja richtig aufs Maul da drüben. Froh sind wir nicht mehr da. Iron Flash Drives findet ihr auch in diesen Drawern. Just saying. Ist eine super Quelle für die. Meinen Mac kann ich wegschmeißen. Also ihr merkt schon, ne? Nur diese Drawer. Damit könnt ihr den ganzen Rucksack füllen und dann einfach raus. Hunter Matches brauchen wir für Hideout. Ja, aktuell ist ein bisschen das Problem, wir brauchen selber noch so viel, wir können nicht alles verkaufen. Aber eine gute Menge. Wir haben eine AK von einem Spieler, die wir verkaufen können. Ein paar andere Sachen, das passt schon. Dann dippen wir hier raus. Gar nicht so schlecht, wie wir da rumballern. Die Aufmerksamkeit von allen auf die und nicht auf mich. Ich würde trotzdem gerne wissen, wo die sind. Nicht, dass wir jetzt gleich abgeknallt werden. Ja, dann rennt ihr einfach hier hin. Wir haben keinen Backpack, wir können hier raus. Und ihr wollt euch so hinsetzen wie ich gerade. Dann könnt ihr nur von da und von da abgeknallt werden. Wenn ihr euch drunter legt, viele zeigen, dass man sich drunter legen soll, dann könnt ihr von Dome gesniped werden. Ja, Scaven lohnt sich auch auf Reserve, aber die Wartezeiten sind crazy, weil das wissen alle. Also ich höre Leute, die sagen, 20 Minuten Wartezeit für einen Scav da drauf ist, aber nicht wert. In der Zeit macht ihr den Run da dreimal. Mit dem PMC und levelt den PMC dabei, also. Na. Ich hoffe, ich kann jetzt die Kiste kaufen, sonst verkaufe ich dann einfach großzügiger. Also weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Boom. MP5 wollte ich eh nicht spielen. No. Pistolen Max verkaufen wir auch, weil wir eh nicht spielen. So. Wir brauchen noch 70.000. 70.000. Packer. Noch 50.000. Die Helme. Ja. Oh, wir sind nah dran.
Pistolen auch. Gut. Ja, muss ich ja ein bisschen verkaufen, weil meine Zeit ist um. Aber ihr könntet da was geben nochmal. Easy. Jetzt haben wir hier schön Platz. Da können wir nämlich dieses wunderschöne Ding kaufen. Boink. So. Und da kann alles rein, was Hideout ist. Also kein Heal, kein Essen, aber alles, was so für Hideout-Upgrades gebraucht wird, kann hier rein. So. Guckt euch mal an, wie schön das aussieht direkt. Sogar die Fuel Tanks. Das kann man nämlich sortieren und tada. Seht ihr, wie viel kleiner der Stash geworden ist, wenn wir den ganzen Kram da drin haben? Herrlich. Gut. Heißt, wir haben gesehen, wie wir Saleva suchen, Mats suchen, wie wir einen Scav benutzen und wie wir einen Reserve benutzen, um Geld zu machen. Ich denke, produktive Folge, würde ich mal meinen, ne? Das war's für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, um die nächste Folge nicht zu verpassen und viel Erfolg!